obviously, and that will put him out of the mix. So disappointing there. Leon Hanecker, the first of the Germans. Leon Hanecker. Auf Golf 6 GTI 5286 Leon Hanecker, Glückwunsch! Ich bin der Leon Hanecker. Ich habe von 2009 bis 2023 mehr oder weniger erfolgreich Kanuslalom gemacht mit Welten-Europameistertiteln. Ja, wie das Leben so spielt, haben uns dann entschieden, ein Rennauto zu bauen, sind dann seit letztem Jahr voll in der NRVC Bergmeisterschaft vertreten. Das war Serienstraßenauto mit so 19 Zoll Fake BBS Felgen und dann war ich einmal auf dem Nürburgring da damit. Das hat auch Spaß gemacht, aber dann geht das los, dann will man Tuning machen und die ganzen Teile mit Gutachten und Eintragerei, das hat einfach keinen Spaß gemacht. Nach einem halben Jahr haben wir das abgemeldet, dann stand es ein Winter lang in der Garage und im Januar 22 habe ich dann einfach einen Käfig und zwei Sitze bestellt und dann haben wir die Flex angesetzt und dann war es vorbei mit dem Straßenauto. Klotten 22 war dann unsere erste NRVC-Veranstaltung, auch für mich selber das erste Autorennen überhaupt. Damals noch mit dem Auto, mit Fahrwerk, Reifen und ein bisschen Software. Es war noch rot, gelb, bunt das Auto. Da sind wir dann Klotten gefahren und Bockenau in dem Jahr. Und dann haben wir die Saison damit beendet. Genau, dann kam der erste Winter. Da haben wir dann einen anderen Turbolader eingebaut und ein richtiges Getriebe eingebaut. Und hier und da ein bisschen Leichtbau betrieben. Und dann ist das Auto auch schwarz foliert worden. In der allerersten Saison, die zwei Rennen, hatten wir so 270 PS. In 23 hatten wir dann 365 PS. Und dann für dieses aktuelle Jahr haben wir dann über den Winter einen neuen Motor gebaut. Mit nochmal einem anderen Turbolader und ein paar anderen Teile. Und da haben wir dann jetzt 420 PS anliegen. Ist nochmal was geplant, weil die Konkurrenz ist ja schon enorm in deiner Klasse, ne? Das stimmt, die Konkurrenz schläft nie. Wir sind aber auch Frühaufsteher. Und deswegen, bei uns geht es auch zeitig los mit dem nächsten Motor, dass nächstes Jahr dann da wieder eine andere Zahl anliegt. Okay, super. Dann sage ich dir vielen, vielen Dank und ganz viel Erfolg noch in Zukunft. Vielen Dank.